kurz dann. Man muss nur den Raum klein genug wählen, dann erscheint er auch voll dabei. Es gibt ja die irre Regel, dass man nicht besser gekleidet sein soll als der Gastgeber, sozusagen. Und jetzt sehe ich eine Krawatte. Ich habe eine Krawatte draußen, wenn ich eine holen soll. Aber ich kann mir ein bisschen Frechheit erlauben, weil die Gegend, in der ich herkomme, hat, also ich bin kein Piefke, sondern ich habe 500 Jahre zu Österreich gehört. Und so weit gesehen kann ich als Österreicher zu ihm reden. Ich will Ihnen sagen, dass es natürlich hier, glaube ich, nicht der falsche Platz ist, weil ich habe in den ganzen Elite-Universitäten in den USA gelehrt, in Stanford, in Harvard, in Princeton, im MIT. Und überall hatte ich nur ein Arbeitszimmer, wo es kein Tageslicht drin gab. Und ich glaube, die Gegend hier ist zu schön davon. Da werden die Leute zu faul da dran vielleicht. Ja, also ob das wirklich das Richtige ist. Ich will Ihnen eigentlich zeigen, wie wir 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion als Innovationschance sehen können. Und wir haben eigentlich in Europa praktisch alle Dinge verpasst, die wirklich für die Zukunft wichtig sind. Also zum Beispiel Gentechnik. Davon Österreich ist stolz darauf, keine Gentechnik einzusetzen. Aber wie albern, wenn man sich anguckt, wie die tatsächliche Saatzucht stattfindet. Die Leute beschießen Pflanzensamen mit radioaktivem Kobalt und gucken die Mutanten an und sagen, das sei Saatzucht. Da würde ich doch lieber eingreifen an der Stelle, wo ich wirklich weiß, wo die Erbinformation liegt. Das heißt aber nicht, dass ich den Gewinn privatisiere und das Risiko vergesellschafte. Was ich Ihnen damit sagen will, wir haben eigentlich nur die allereinzige Chance, also bei Elektronik, bei Internet, bei Nanotechnik sind wir überall 10, 15, 20 Jahre hinterher gegenüber dem, was auf der Welt Standard ist inzwischen. Aber wir wissen, Dinge zu machen, die so sind, dass sie gut sind für die Umwelt und gesund sind. Und darum ist das Entscheidende. Aber dafür brauchen wir Geschäftsmodelle. Und das ist das Wichtigste. Darum ist es für mich die wichtigste Veranstaltung auf jeden Fall in den letzten Monaten, hier zu sein, über Geschäftsmodelle mit zu unterhalten. Ich will Ihnen dafür ein Beispiel geben. Eine Stadt wie Freiburg kauft Solaranlagen, die Europas Hauptstadt, und die kaufen Solaranlagen, aber niemand braucht eine Solaranlage, die braucht nur Licht einfangen. Wenn ich jetzt die Solaranlage kaufe, dann habe ich sie am Hals, ja, und dann nehme ich das billigste Material dafür. Also mir geht es darum, dass wir Umwelt und Gesundheit als Innovationschance begreifen, nicht als moralische Aufgabe. Ja, die reden von unternehmerischer Verantwortung und Ethik, aber nicht nur bei den Deutschen ist die Ethik sofort weg, wenn sie richtig gebraucht wird. Ja, immer gerade dann, wenn sie eigentlich notwendig ist, ist sie weg. Denken Sie selber, wenn Sie irgendwo im Stau stehen auf der Autobahn, wechseln Sie die Spur, weil Sie es eilig haben. Ich kann Ihnen aber zeigen, dass Sie damit für die Leute hinter Ihnen im Durchschnitt gesehen 200 Mal mehr Verzögerung verursachen, als Sie selber an Zeit gewinnen. Trotzdem werden Sie das nächste Mal wieder die Spur wechseln, wenn Sie es eilig haben. Also Moral ist immer weg, wenn man es ja nicht wirklich braucht. Und darum geht es mir ausschließlich um Qualität. Ein Produkt, das Abfall wird, ist einfach nur ein Qualitätsproblem, sonst nichts. Ja, also darum geht es mir auch letztlich nicht um irgendwelche Kreislaufwirtschaft, weil diese Kreislaufwirtschaft ist im Prinzip gesehen so wie Riesenradfahren auf dem Prater. Ja. Das ist lineares Denken im Kreis. Das hat in Österreich 1982 schon gemacht. Ich habe nur dafür plädiert, dass das Circular Economy heißt, weil ich wollte, dass Länder wie Bulgarien, Rumänien, Polen auch an dem Geld der Europäischen Union teilhaben. Ja. Weil die hatten nie eine Umweltdiskussion. Es gibt kein Land auf der Welt, das so umfangreich Umwelt diskutiert hat wie Österreich. Und das kann man jetzt als Innovationschance begreifen. Das ist alles. Das heißt, wir müssen erstmal anfangen mit der digitalen Welt. Wir müssen definieren, was wir haben, nicht was nicht drin ist. Ja, Sie haben Bremsbeläge zum Beispiel von VW oder von Opel oder von vielen Firmen auch sonst. Da steht dann drauf, frei von Asbest. Dafür ist Antimonsulfid drin, das ist viel stärker krebserzeugend. Also die Dinge frei von hilft nichts. Wenn ich Sie zum Essen einlade, sage ich auch nicht, das ist frei von Hähnchen. Ich sage Ihnen, was drin ist. Digitalisierung bedeutet Definition, was man hat und nicht, was man nicht hat. Es bedeutet auch nicht Ressourceneffizienz. Die Autoreifen heute halten etwa doppelt so lange im Verhältnis zu vor 30 Jahren. Das heißt, man denkt, das ist ja gut für die Umwelt, weil es ein bisschen weniger schlecht ist. Die Leute schreiben in jedem Hotel, schützt die Umwelt, verbraucht weniger Wasser, schütze die Umwelt, macht weniger Müll.
oder sonst wo. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Also wenn ich sagen würde, schütze dein Kind, schlag es nur 5-mal anstatt 10-mal. Ja? Oder dein Mann, je nachdem. Das heißt, es ist nur weniger kaputt machen und dafür sind wir zu viele. Es werden 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieb der Staub auf der Straße, das war schon dumm genug, aber jetzt wird er eingeatmet. Jetzt gelangt er in die Flüsse. Allein in der Nordsee ist über die Hälfte des Mikroplastiks ist Reifenabrieb davon. Ich kann laufen entlang der Küste mit meinen Studenten, ich lehre in Rotterdam an der Erasmus School of Management, also in der Business School, weil ich zeigen will, dass es gut ist für die Wirtschaft, was man macht. Da finde ich etwa so 400 Plastikteile in so einem Vogel drin. Das kann ich bei 10% reduzieren. Habe ich damit wirklich etwas erreicht? Ich habe das Falsche nur ein bisschen weniger falsch gemacht. Durch das Recycling finden wir, ich packe so Kinderspielsachen in eine Glaskiste und gucke, was dabei rauskommt. Die Europäische Union verbietet 64 Chemikalien in Kinderspielsachen, anstatt nur 30 vorher. Ich finde aber allein in Mattel-Spielsachen über 600 giftige Stoffe drin. Das heißt, man beschäftigt uns dazu, die echte Lösung ist das nicht. Und durch das Recycling wird es noch schlimmer. Sie sehen dadurch, dass wir Recycling machen, Kreislaufwirtschaft, werden die ganzen Lösungsmittelabfälle verwendet, um damit Kinderspielsachen herzustellen. Sie haben hier 36 verschiedene Lösungsmittel, wo nur früher nur eins verwendet worden ist. Und das in großen Mengen, also nicht so ein bisschen was. Ich will vor allem wissen, was macht die Luftqualität im Gebäude schlecht. Im durchschnittlichen Haus ist im Gebäude die Luftqualität 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Ja. Und Asthma ist häufigste Kinderkrankheit. In Österreich haben fast die Hälfte aller Häuser Schimmel. Und dann will ich doch wissen, wie kommen die Dinge zustande? Und dann untersuchen die verschiedenen Dinge auf ihre Schadstoffe. Hier nehmen wir solche Dinge dazu. McDonald's ist zum Beispiel der größte Inverkehrbringer für Kinderspielsachen. Das ist Nickel hier zum Beispiel, das ist Cadmium. Wissen Sie, warum die Überraschungseier Überraschungseier heißen? Weil überraschend viel Blei drin ist. Das Zeug ist nie für Kinder gemacht, das Zeug. Nie, überhaupt nie. Das ist einfach nur Spaß. Wir reden von Recycling. Wir haben 41 seltene Elemente in einem Mobiltelefon. Von denen werden 9 zurückgewonnen und die 9 sind eigentlich wirklich selten. Also Gold und Silber sind nicht wirklich selten, das ist nur teuer zu gewinnen. Das sind wir Recycling. Oder nehmen Sie hier ein Mercedes mit 46 Stahllegierungen. Was machen wir daraus? Baustahl. Das nehmen wir Recycling. Ich meine, das ist eine Bankrotterklärung an uns. Da ist dieser Donald Trump irgendwie der ehrlichere Lügner. Ja, wir wissen genau sozusagen, der sagt, das ist überwiegend ein Dreck, aber wir tun so als ob. Und das ist doch viel schlimmer. Wenn man den Leuten die Illusion vermittelt, es täte sich was, aber da ist gar nichts. Ja. Schauen Sie, es wäre, wenn Sie so ein schönes Hochland drin nehmen und daraus Hamburger machen. Ich meine, das ist doch albern. Das hat extreme Auswirkungen auf die Umwelt und auf Gesundheit. Ich war in der Türkei 1999, da sind 20.000 Leute gestorben beim Erdbeben mittlerer Stärke. Wir haben in dem Baustein 2,2% Kupfer gefunden. Wenn der Kupferanteil über 0,5% ansteigt, dann bricht der Schaden aus dem Osteoporoseknochen. Das heißt, dass 20.000 Leute immer nicht gestorben und einfach beim Erdbeben, was gar nicht besonders stark war. Und dann sagen wir halt nördlich dazu, ja, die Türken kümmern sich nicht richtig. Nein, sie haben 10 Millionen alte Autos aus den USA verarbeitet zu Baustahl. In den USA ist es wegen der Erdbeben gefallen, San Francisco illegal alte Autos zu Baustahl zu verarbeiten. Durch die immer effizientere Verwendung von Ressourcen werden die Kupferanteile immer feinteiliger und man kriegt sie nicht mehr raus. Die Kupferrecyclingrate war noch nie so gering. Das ist alles verloren. Wissen Sie, wir haben in Hamburg eine Kupferhütte zum Beispiel, die verursacht 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen, nur durch die Kupferproduktion. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfererz 0,1%, ja, heute hat ein 3,5%, heute hat es 0,1%, 99,9% ist Abfall, und zwar wirklich giftiges Zeug. Dann kommen wir mit unserer Effizienz, und ich sage Ihnen, viele von Ihnen, die hier Absolventen sind, werden dann zu Accenture oder McKinsey oder sonst wo gehen. Als ich ein Kind war, hat eine Kuh 5.000 Liter Milch gegeben. Heute sind wir bei 20.000 in Wageningen in Holland. Soll ich aus der armen Kuh nochmal 1.000 Liter mehr rausquetschen, um ein bisschen mehr effizient zu sein? Die DDR hat die Umwelt besser geschützt als Österreich, einfach durch Ineffizienz. Also man hat zwar lokal hohe Belastungen hinterlassen, aber man hat das Geld nicht gehabt, die ganzen Feuchtgebiete kaputt zu machen. Wir verstehen es als Umweltschutz, wenn wir Biodiesel machen. Ja. Und dann fühlen wir uns natürlich schlecht, das hat mit Religion zu tun. Religion sagt, du bist böse, und ich meine bei ihm mag ich den,
Nein, nur der liebe Gott kann mich erlösen. Darum möchte Salzburg genauso klimaneutral sein. Die Albert hat sich schon mal einmal einen klimaneutralen Baum gesehen. Das heißt, mit aller Intelligenz wollen die Leute dümmer als Bäume sein. Ja. Ein Baum ist immer gut fürs Klima. Ja. Und das ist beeindruckend. Ich habe die Kindergärten Lüneburg untersucht. Es gibt keinen Raum, in kein Kindergarten in Lüneburg, wo die Feinstaubgrenzwerte nicht überschritten werden. Kein. Die müssten sofort Feinstaubalarm auslösen, wie jeden Kindergarten. Davon, aber die Grenzwerte gelten nur für außen. Das ist doch toll. Nur 80% unserer Teile in den Räumen sind. Das Schöne ist, wir brauchen jetzt die Moral nicht mehr. Diese ganze Corporate Social Responsibility, das war ein Blödsinn. Wissen Sie, das ist ein feudalistisches Konzept, das sagt, wir brauchen keine Gewerkschaften, die kümmern uns ja um unsere Beschäftigten. Ja. Fühle mich ja verantwortlich. Ja. Nur dann, wenn ich die Krise habe, ist die Verantwortung nicht weg. Kein Feudalkonzept, es geht um Rechte. Und diese junge Selfie-Generation, die will einfach nur auf sich stolz sein. Wer Abfall macht, ist einfach nur ein Idiot. Ich brauche keine Moral mehr dafür. Wenn ich kein Depp sein will, reicht das völlig aus. Ja. Ja. Also, verstehen Sie? Das ist die traditionelle Nachhaltigkeit, die macht den Kunden zum Feind. Übrigens, ich wollte das fragen, wer hat eigentlich gerade eine Affäre vielleicht so? Ja, es ist mir neulich einfach passiert. Ich war in Wien gewesen für einen Vortrag und da saß ein Bundesminister saß vor mir und ich habe gefragt, lieber Herr Minister, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau? Was würden Sie sagen? Nachhaltig? Ja. Also aufgestanden ist gegangen. Und dass mir das nicht immer noch mal passiert, muss ich natürlich fragen. Weil am Tag vorher stand in der Zeitung, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte. Ja. Aber was ich damit sage, die Nachhaltigkeit ist gerade das Minimum. Und eigentlich ist es eine Dummheit, weil sie stabilisiert das Bestehende. Und sie fragt nicht, so wie die Kreislaufwirtschaft, sie optimiert das Bestehende. Und wenn es falsch ist, ist es dann nur politisch falsch. Ich habe hier 100% schlecht, 90, 80 und mein Ziel ist 0 zu sein. Das ist keine Geschäftskurve. Dann sage ich dem Kunden eigentlich, wenn du es gar nicht kaufst, ist es ja noch besser. Musst du es wirklich haben, könntest du nicht mehr warten, kannst du noch ein Jahr später kaufen. Nein, ich sage, es geht nicht um Effizienz, es geht um Effektivität. Ich bin heute hier und da möchte ich sein. Und je mehr du kaufst, desto schneller komme ich voran. Der Kunde ist mein Freund, der hilft mir als Change Agent sozusagen, das Unternehmen zu ändern. Ja, und der Kunde ist nicht perfekt, warum soll ich so tun, wenn ich perfekt bin? Das heißt, ich kann sagen, hier, guck, da will ich 20, 30 sein. Und dann hilft mir der Kunde, das Unternehmen zu ändern, und zwar durch Nachfrage, nicht durch Konsumverzicht. Ja. Schauen Sie sich einen Baum im Frühling an, kein Sparen, keine Versicherung, kein Vermeiden, aber das ist nützlich, nicht weniger schlecht. Der Baum ist nicht effizient, aber effektiv. So, schauen Sie einfach mal. Eine Frau ist während ihres Lebens 6,3 Kilogramm Lippenstift, völlig ineffizient, aber ganz sogar effektiv. Ja. Das heißt, es geht um Effektivität. Es ist sicher sinnvoll, den Öl und Kohle weniger zu verbrauchen, aber wo sind wir nützlich? Ja. Für weniger schädlich sind wir viel zu viele. Ja. Die Religion sagt uns das heißt, du bist böse und der liebe Gott kann dich erlösen. Also kann ich nur weniger schlecht sein, ich kann da nicht gut sein. Ob im Judentum, im Christentum, im Islam, ist es sozusagen, du kannst ja höchstens neutral sein. Ja. Wir können gar nicht gut sein. Dann können wir nur den Impact minimieren. Mir geht es aber um was anderes. Mir geht es nicht mehr um Nachhaltigkeit. Das war wichtig, um die Probleme kennenzulernen. Mir geht es allein um Qualität. Ein Produkt, das abfällt, hat nur ein Qualitätsproblem, sonst nichts. Ein Produkt, was die Leute krank macht, das hat nur ein Qualitätsproblem. Ein Produkt, wo die Leute kein Auskommen haben, ist einfach nicht schön. Also um Schönheit, um Qualität, um Innovation. Und echte Innovation ist nie nachhaltig, sonst wäre sie ja keine. Das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die stationäre Telefone hergestellt haben. Die Waschmaschine war nicht nachhaltig für meine Mutter, die doch die Wäsche plus gewaschen hat. Sie hat sofort ihr Telefon genommen. Das heißt, es geht jetzt darum, um ein Triple Top Line, nicht ein Triple Bottom Line. Dinge, die gut sind für die Wirtschaft, gut sind für die Gesellschaft, aber auch gut für die Umwelt nützlich sind. Da habe ich ein kleines Video, es braucht unbedingt unterschiedliche Dinge. Ich meine, Österreich ist stolz darauf, weltweites Land mit dem höchsten Bioanteil zu haben. Aber eigentlich ist der Biobegriff einer der größten traurigen Dummheiten, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja. Also schauen Sie, ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphor aufnehmen. Ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphor abgeben. Sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energiespeicher. Phosphor ist viel seltener als Öl. Phosphor ist hochkontaminiert mit Radioaktivität. Es war toll, dass Österreich als erster Land begriffen hat, dass Atomenergie nichts ist. Aber wie ist es denn, dass wir in den letzten 20 Jahren 15.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern verteilt haben, nur als Kontamination aus dem Dünger.
dass ich denke, mit völliger Absurdität, dass der Dünger hochkontaminiert ist. Nie. Und wenn Sie jetzt sehen, die Leute sagen, ja, ich bin Bio, aber es gibt kein einziges Bio-Siegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurück dürfen. Es ist nur Bio ohne mich. Ich hasse mich so sehr, dass ich sage, es ist nur Bio, wenn ich nicht dabei bin. Damit sind wir zu viele Menschen sofort auf der Welt, weil Phosphor viel kritischer ist als Öl. Davon. Ja, aber wir denken, Bio sei so teuer. In selbst dem Landbau verliert 2 Tonnen Boden pro Hektar, weil meine eigenen Fäkalien nicht zurück dürfen. Ich habe das erst begriffen, als ich 2 Jahre in China gearbeitet habe. Wenn Sie dort auf dem Land zum Essen eingeladen sind, ist es noch bis heute so, dass es als unhöflich gilt zu gehen, ohne dass man die Toilette vorher aufgesucht hat. Ja, man erwartet, dass man auf die Toilette geht vorher, weil man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja. Das heißt, wir denken, es sei besser, es gäbe uns eigentlich gar nicht. Darum vermeiden, sparen, reduzieren, minimieren. Ja. Also, mit Cradle to Cradle sind alle Materialien Nährstoffe, nicht weniger schädlich, sondern nützlich. Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Waschmittel und Werner und Merz zum Beispiel sind gemacht, dass sie für die Biosphäre gedacht sind. Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, gehen in die Technosphäre. Es gibt also nur biologische Nährstoffe und technische Nährstoffe. Kein Abfall. Aber es geht nicht um Nullabfall. Denn wenn Sie an Nullabfall denken, denken Sie ja immer noch an Abfall. Wenn ich sage, denken Sie nicht daran, wie Donald Trump ohne Perücke aussieht, dann denken Sie daran, wie Donald Trump ohne Perücke aussieht. Verstehen Sie? Das heißt, wir müssen alles nochmal neu machen. Wir haben kein Toilettenpapier. Das Toilettenpapier der österreichischen Bundesbahn kontaminiert über 1,2 Millionen Liter Wasser, höher als ein Trinkwasserstandard, weil das Papier nie für die Biosphäre gemacht worden ist. Wenn ich daraus etwas mache, weder Neupapier noch Recyclingpapier. Das heißt, es kontaminiert alles für die Biosphäre. Wir haben hier, ja, wir reden über Google, ja, und das ist ja toll, aber wir haben in Österreich eine Firma, die besser ist als Google, darum heißt die Googler, ja, sozusagen. Ja. Und das ist die erste Firma, mit der wir Druckerzeugnisse gemacht haben, die für die Biosphäre wirklich geeignet sind. Wissen Sie, ein IKEA-Katalog hatte von 30 Jahren noch 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung oder Verbrennung im Ofen ausschließen, wenn man die Asche nutzen will oder die Luft atmen will oder den Kompost nutzen will. Der IKEA-Katalog heute hat etwa 50 giftige Stoffe drin. Mit viel Geld, durch Arbeitsschutz, durch Gesetzgebung, haben wir das ein bisschen weniger schlecht gemacht. Aber weniger schlecht ist nicht gut, das ist nur schlecht weniger. Das haben wir viel Geld ausgegeben, jetzt wird der Katalog in Asien gedruckt, enthält 90 giftige Stoffe und wir machen das Recycling und essen mit einer Pizza ein Drittel einer Visitenkarte mit, weil die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung gehen als Füllstoffe in Kartons. Das nennen wir Kreislaufwirtschaft. Ja, genauso wie wir Flugaschen in Bausteine packen und nennen das dann Kreislaufwirtschaft. Das ist ziemlich pervers. Die Firma Googler in Melk davon hat das erste Papier mit uns entwickelt, die ersten Druckerzeugnisse, die perfekt kompostierbar sind. Das sind die ersten Druckerzeugnisse, die für Neonazis geeignet sind auch. Wenn die Gesellschaft 20% Nazis hat, dann muss man auch an seine Feinde denken. Die verbrennen so gerne Bücher, jetzt können sie mit gutem Gewissen Bücher verbrennen. Ist doch toll, oder? Ich zeige es Ihnen hier. Österreich ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon mal von 10 Zeitungen und 9 von 10 Weltpapschaften werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden nämlich nur Feststoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Frischstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Stoff zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von vorne dort nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf den Müll landen. Die Devise lautet, take, make, waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen
werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert Ihnen. Gut. Im Internet können Sie das weiter gucken. Ich habe wieder 25 Minuten. Das bedeutet, dann ist das Papier immer was wert. Mindestens 85 Euro Heizwert. Ich kann es immer pelletieren, in meinen Ofen packen. Nach der Finanzkrise mussten die Leute in Österreich bis 200 Euro bezahlen, um Altpapier loszuwerden. Also die Biosphäre muss so sein, dass es verbrannt oder kompostiert werden kann. Das braucht andere Geschäftsmodelle dafür. Jetzt, wenn Sie nur heute beschließen würden, die Firmen, die da sind, dass die Druckerzeugnisse, die machen, kompostierbar sind, dann hätte die Druckindustrie eine Chance. In der Schweiz sind in den letzten 3 Jahren 2/3 aller Druckbetriebe verschwunden, weil jetzt diese großen Firmen ihre Druckerzeugnisse, ihre Werbebroschüren in Asien drucken lassen. Sie fliegen nach Zürich, kloten ein und es ist 40% billiger. Und wir machen die Hightech-Entsorgung bitte für 90 giftige Stoffe. Und dann essen Sie mit der Pizza das mit nachher. Davon ist eine Form von Kreislaufwirtschaft, na klar. Aber das heißt, wir können es jetzt anders. Wohlfahrt zum Beispiel, auch dort nur den Anfang davon. In Nordi, da ist hochwertig. So präsentiert sich Wohlfahrt am Weltmarkt. Die Cradle-to-Cradle-Philosophie ist der neue Baustein in der Firmenstrategie. Der Wäschekonzern ist der leichte Weg. Entwickelt wird hier seit ein BH, der vollständig kompostierbar sein soll. Gut, auch das könnt ihr im Internet weiter angucken. Das heißt, es gibt inzwischen 11.000 von diesen Produkten. Davon, wie man es umsetzen kann. Die Geschäftsmodelle sind aber entscheidend. Wir haben essbare Bezugsstoffe entwickelt zum Beispiel, auch davon, wenn Sie diese Sitze herstellen, dann sind die Zuschnitte so giftig, dass man sie als Sondermüll verbrennen müssen. Sind Sie halt eine schöne Frau, dann wird sie natürlich nervös, dann gibt es Stunden und her und ist der faktische Bezugsstoff mit. Also muss es doch essbar sein. Die können in der Schweiz hergestellt werden. Zunächst mit KLM angefangen, um sie die Pioniere zu feiern, das ist ganz wichtig. Aber inzwischen dominiert das den Flugzeugmarkt. Die können in der Schweiz gefertigt werden. 60% aller Flugzeugsitzbezüge können in der Schweiz gefertigt werden, weil wesensmäßig was Besseres entsteht. Nicht 10% weniger schlecht, sondern es entsteht etwas, was für die Biosphäre geeignet ist. Die Zuschnitte können als Tauchersatz in Gärten reingehen. Ja, das verschleißt sich. Der Arbeitsschutz ist einfach die Lagerhaltung. Einfach die Herstellung ist etwa 20% billiger. Wir haben viele solche Sachen dazu in der Umsetzung. Ja, das sind die ersten Druckerzeugnisse, Verpackungen. Denn mir geht es weniger noch um diese Druckerzeugnisse, mir geht es um Verpackungen, die bedruckt werden. Über die Hälfte der Anwendung von Papier ist im Verpackungsbereich inzwischen. Und das geht inzwischen anders. Die sind für die Biosphäre gemacht. Die Technosphäre ist durchaus auch interessant. Ich verkaufe keinen Teppichboden mehr, ich verkaufe nur noch 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann muss ich nicht den billigsten Dreck einsetzen, ich kann die besten Materialien verwenden. Diese Teppichböden sind nicht nur nicht schädlich, sie sind nützlich. Sie reinigen die Luft aktiv. Wir verlieren 5 Jahre durch Feinstaub an Lebenserwartung. Warum sollte ich meine Lunge einsetzen, um die Luft zu reinigen, wenn der Teppichboden die Luft auch reinigen kann? Die schaffen Umsatzrenditen von deutlich über 20% als Teppichböden. Ja. Es entsteht damit ein viel besseres Produkt. Chiroflex verkauft keine Schreibtischstühle mehr, sondern 10 Jahre gesunde Sitzversicherung. Dadurch können anstatt 150 billigen Plastiksorten 8 Plastiksorten eingesetzt werden. Man kann die besten Materialien nehmen, nicht das billigste. Niemand braucht ein Fenster, ich brauche doch nur durchgucken und Wärmedämmung. Wenn die Firma Schüco 128.000 Tonnen Aluminium verkauft, verliert sie jedes Jahr 200 Millionen Euro Wert. Wenn sie aber nur 30 Jahre durchgucken und Wärmedämmung verkauft, dann wird sie jedes Jahr 200 Millionen reicher davon. Das heißt, es braucht andere Geschäftsmodelle. Dabei geht es aber nicht darum, dass die Firma Schüco das Material hält. Ich kann das an einen Dritten abgeben, einen Investor, der hält das Aluminium und das kann auch die Allgemeinheit sein. Ich kann dort 5 oder 10 Tonnen Aluminium davon halten. Dann wird das Unternehmen zur Materialbank praktisch. Die Digitalisierung wird nur mit Cradle to Cradle wirklich laufen. Die Leute meinen, es sei Digitalisierung, wenn sie den Kühlschrank vom Auto ein- und ausschalten dabei. Das ist keine Digitalisierung. Digitalisierung heißt es nur, weil es in Deutschland mal einen dicken Wirtschaftsminister gab. Ja, darum heißt es Digitalisierung, sonst würde es Dünitalisierung heißen, glaube ich. Ja. Da ist nichts dahinter. Digitalisieren, um es zusammenzufassen, können Sie nur dann, wenn Sie wissen, was es ist. Digitalisieren können Sie nur dann, wenn es für die Biosphäre oder die Technosphäre ist. Das müssen Sie unterscheiden. Digitalisieren geht nicht mit Langlebigkeit. Ja, die Leute hier machen immer noch diese Lebenszyklusanalysen. Was für ein Blödsinn.
Haben Sie schon mal, wenn die Studenten machen einen Lebenszyklusanalyse von einer Cola-Dose, haben Sie schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen? Digitalisierung bedeutet definierte Nutzungszeiten, nicht Langlebigkeit. Denn dann kann ich es digitalisieren und wieder zuständig machen für andere. Hier können Sie sehen, davon die Firma Maersk wird 2020 keinen Gramm Abfall mehr haben, sondern alles wird Nährstoff sein. Das geht nur 58 Sekunden. Können Sie im Internet weiter angucken, mehr davon. Sie brauchen Material Passports, Sie brauchen dafür Geschäftsmodelle. Wir müssen die Informationen zum Beispiel über den Inhalt eines Autos im Lack drin haben, dabei ein Code-Coding davon. Es ist nicht notwendig, das Material zu kaufen, wenn man ein Auto kauft. Man könnte den Mercedes aus einer einzigen Stahllegierung zu 90% machen und der Stahl gehört dem Dritten. Ja? Und dann würde der Mercedes 4.000 Euro billiger werden. Wir können das Auto umsetzen, wir haben das gezeigt, wie es aussieht. Wir können Gebäude als Materialbanken machen. Aber wir sind ganz am Anfang. Das digitale Denken ist nicht da, überhaupt nicht. Ja, die Leute kaufen Solarzellen. Ja, damit ist die Solarindustrie in Europa erledigt. Der Maschinenbau wird in den nächsten 15 Jahren in Europa verschwinden, weil mit der Digitalisierung die Kopie in weniger als 4 Wochen geht. Dann konkurrieren die Leute mit der eigenen Nachbau und dann sagen die Leute, oh ja, die Firma ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Nein, niemand braucht einen Ventilator. Ich brauche gesunde Luft. Niemand braucht eine Maschine. Ich brauche Folie. Das heißt, das digitale Denken ist überhaupt nicht da. BMW, das ist die Fabrik der Zukunft, davon kauft 200 Roboter. Niemand braucht diese verdammten Roboter. Ich brauche 100 Millionen Schweißpunkte. Wenn Sie die Roboter kaufen, dann müssen Sie jede Umprogrammierung, jede Wartung bezahlen. Was für ein Blödsinn. Das heißt, die Geschäftsmodelle fehlen. Weil eine europäische Solaranlage hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Ja. Die chinesische verliert in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades, obwohl sie am Anfang 40% billiger ist, ist auf 20 Jahre bezogen die europäische 30% kostengünstiger. Aber was ist? Keine Geschäftsmodelle sind dafür da. Das heißt, wir haben die Solarindustrie eingebüßt wegen fehlender Geschäftsmodelle. Wir werden die gesamte Industrie einbüßen in der digitalen Welt, wenn wir keine Geschäftsmodelle entwickeln, wie die Dinge Nährstoffe für die Technosphäre und die Biosphäre werden können. Das heißt, wir brauchen jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion als Innovationschance. Wir können Gebäude wie Bäume machen, wir können den ökologischen Fußabdruck feiern, wir können einen großen Fußabdruck machen, wenn es Feuchtgebiet wird. Wir können die Menschen angucken und sagen, schön, dass du da bist. Und ich kann zu 10% weniger Schwein sein. Da hole ich niemand von dieser Selfie-Generation hinter dem Ofen vor. Aber wenn ich sage, 2100 wird die Konzentration an CO2 wieder die sein, die sie 1900 war, dann kommen die Leute auf positive Ziele. Wenn ich darauf sage, hey, ich möchte Gebäude haben, wo die Luft im Gebäude besser ist als draußen, ja, dann habe ich ein Ziel davon. Wenn ich hingehe, ich möchte Gebäude haben, die für Muttermilch geeignet sind. Ich finde 2800 Chemikalien in Muttermilch. Übrigens, Nebenbemerkung, ist es immer gut, ein Baby zu stillen, weil die Mutter kann sich dabei wunderbar entgiften dabei. Ja. Das heißt, dann ändere ich das. Aber das muss ich am Schluss noch auflösen. Davon ist es auch für das Baby besser, ein Baby zu stillen. Aber maximal 9 Monate, weil so lange funktionieren Leber und Nieren nicht bei den Babys. Das heißt, die Schadstoffe rauschen einfach nur durch. Aber wenn Sie sagen würden, wir machen eine Industrie, die für Muttermilch geeignet ist, dann konkurrieren Sie nicht mit Sklavenarbeit aus anderen Ländern. Das heißt, Sie müssen fragen, was macht das besser? Wenn Sie nur 10% weniger schlecht sind, dann haben Sie viel Geld ausgegeben und keinen wesensmäßigen Vorteil. Das heißt, die auf diese Art und Weise brauchen wir ein neues Bio. Ein neues Bio, was unsere Nährstoffe zurückbringt. Wir brauchen ein neues Verständnis, was unsere Rolle ist. Für weniger schädlich sind wir viel zu viele auf der Welt. Und dafür brauchen wir neue Geschäftsmodelle. Darum bin ich hier. Vielen Dank. Danke.